Chefin der Weltbeben ist wieder on Tour. Der 23.10.2022. Wir sind in Baden-Baden, hier mitten rein auf der Reinhard-Fieser-Brücke. Die Brücke, ja, ist im Prinzip eigentlich ein Platz, wenn man sich es ganz genau anschaut. Und passt damit natürlich super zu dem Programm, was uns heute hier erwartet. Nämlich Konzert und Demo sind angekündigt. Konzert, wer tritt auf? Salsa Mania. Ja, der Name ist Programm. Lateinamerikanische Musik, Samba, Tanz, also von daher etwas auch für die Hüften, was wir hier erleben werden. Aber natürlich auch gekoppelt mit Botschaft, mit einer Rede von dem Herrn Dr. Langhans, der hier heute sprechen wird. Und von daher, lasst euch überraschen, wir beobachten, was heute hier vor Ort passiert. Und natürlich das Allerwichtigste, nicht vergessen, liken, teilen, abonnieren. Und natürlich, Weltbebenarbeit ist teuer, wir sind wieder hierher gekommen. Von daher auch die ein oder andere Zuwendung, eure freiwillige Unterstützung hilft uns weiterhin für euch zu senden, von vor Ort zu senden und qualitativ hochwertige Sendungen zu bringen. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön und herzlich willkommen hier bei Salsa Mania Quartetto in Baden-Baden. Wir freuen uns, heute hier dabei zu sein und euch alle zu unterstützen und mit unserer Musik euch ein bisschen Lebensfreude aus der Karibik zu bringen. Unser erstes Stück war ein Cha-Cha-Cha mit dem Titel Ven Dimelo. Und weiter geht es mit einem Son, einem traditionellen Son aus Kuba. Thank you.
Auftakt hier mit Salsa Mania. Und schaut einmal links und rechts, Freiheit. Da drüben rechts, also von eurer Seite aus links, Frieden. Und das ist unser Motto. Freiheit, Frieden, Gesundheit und die Wahrheit. Ich bin happy, dass ihr gekommen seid. Hab heute einfach nur Spaß, liebe Freunde. Wir haben die letzten 3 Jahre genug ertragen dürfen. Und es lohnt sich nicht, traurig zu sein, sondern wir können glücklich sein, bis hierher gekommen zu sein. Und immer noch die Wahrheit im Herzen zu tragen, liebe Freunde. Und das geht einfach nur mit einer positiven Energie. Mit Depressionen kommen wir nicht weiter. Deshalb, liebe Freunde, seht alles, was geschieht, mit positivem Auge. Seht eine Chance darin und diese Chance nimmt die wahr. Ich bin happy, was kommt. Es öffnet uns weltweit die Augen und ich glaube, wir Menschen sind noch nie so zusammengekommen wie in den letzten 2 Jahren. Könnt ihr mir das bestätigen? Okay, und jetzt haben wir jemanden an der Hand, den Dr. Hans Langhans, den Daniel. Und er, ein ganz, ganz toller Aktivist, nenne ich ihn mal so, aber Aktivist für Menschenrechte. Das heißt, es betrifft uns alle. Und er wird jetzt mit uns mit ca. 25 Minuten eine tolle Rede halten. Eine Rede mit vielen Emotionen, mit viel Wahrheitsgehalt. Hört zu und ich übergebe jetzt das Mikrofon an den Daniel. Dankeschön, schön, dass du da bist. Danke dir. Hallo Baden-Baden, hallo Menschheitsfamilie und hallo alle, die uns jetzt hier zuhören, als Fußgänger, als Passanten oder als diejenigen, die einfach nur im Café sitzen. Dankeschön, dass ihr alle da seid. Ja, ich bin Daniel Langhans, Kommunikationstrainer von Beruf, aber seit 2,5 Jahren bin ich auf der Straße, weil ich gemerkt habe, vor 2,5 Jahren, hier stimmt was nicht im Land. Und ich denke, damit bin ich nicht der Einzige. Es gibt noch mehr Menschen, die glauben, dass hier in dem Land gewaltig was nicht stimmt. Also, da nehmen wir das erste Ziel, das heißt Ende der Armut. Und zwar überall. Und das ist doch eigentlich was Gutes, oder? Wenn man möchte, dass es keine Armut mehr gibt, ist es doch erstmal was Gutes. Und ich selber sage, dieses Ziel unterstütze ich. Allerdings unterstütze ich es nicht, wenn damit verbunden ist, dass ich nur noch bargeldlos bezahlen darf. Dass ich keinen Geldschein mehr in der Hand haben werde und dass alles, was ich im Zahlungsverkehr tue, von irgendjemandem überwacht wird. Wenn das Ende der Armut bedeutet, dann mache ich definitiv nicht mit. Punkt 2. Da heißt es Hunger beenden. Ja, genau. Da denkt man, naja, das klingt doch auch wieder gut. Aber wenn damit gemeint ist, dass die Nahrungsmittel in der Welt genbehandelt werden, gesagt wird, Hunger beenden, aber gemeint ist, dass unsere Nahrungsmittel und schon die Landwirtschaft manipuliert wird, dann haben wir etwas dagegen und das rufen wir auf den Plätzen auch laut aus. Dann heißt es in Ziel 3, gesundes Leben sicherstellen. Hört sich gut an, oder? Wisst ihr, was damit gemeint ist? Nein. Möglicherweise ist damit gemeint, dass die Menschen alle eine Spritze bekommen sollen und dies nicht nur einmal im Jahr, sondern 4-mal im Jahr. Und wir haben das gerade hinter uns und wir sagen dazu... Nein! Wir sagen dazu... Nein! Warm ist die. So, liebe Leute, ich habe euch ja versprochen, alle, die hier sind, ihr werdet heute noch Salsa lernen und alle, die es noch nicht können, wir machen heute den Grundschritt. Also, jetzt würde ich sagen, liebe Männer, zuerst kommt ihr dran, ja? Also, okay, liebe Männer? So, wir machen erstmal Grundposition, das heißt, rechter Fuß nach vorne, links nach hinten.
muss ein bisschen cool aussehen, ja? Und wenn ihr ganz cool seid, Männer, dann hält ihr euch hier an der Hosen, an der Hosentasche fest, okay? So, und der erste Salsa-Grundschritt, sprich die 1, geht nach vorne. Also, das heißt, liebe Männer, mit der Links geht ihr nach vorne. 1, das ist nur für Männer. Dann auf der Stelle aktiv eine 2. Und dann aktiv nach hinten 3. Die 4 ist eine Pause. Also 1, 2, 3, 4, Pause, ja? So, und dann auf die 5 geht ihr mit dem rechten Fuß nach hinten. 5, dann aktiv das linke Beinchen auf die 6 und die 7 wieder rechts nach vorne, okay? 1, 2, 3, 5, 6, 7. So, und Ladies, ihr habt eine Hüfte. Der liebe Gott hat euch eine Hüfte gegeben, oder? Wo ist die denn? Stelle. 3, Hüfte raus. Pause. 5, Hüfte raus. 6 und dann die 7, okay? Also nochmal. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Oh, da haben wir unseren Profitänzer. Hey, du bist heute dran, ja? So, also, hier ein Sektglas in der Hand und dann macht ihr Shaky Shaky, ja? Okay, ich mach mal vor. Und wenn ich sage Champagner-Style, macht ihr Shaky Shaky. Okay, let's go. Und 1, 2, 3. Kennt ihr denn? Der Hairbrush heißt, ihr streichelt euch übers Haar, dann dreht ihr zum Handrücken, Handrücken und dann zwischen die Brust. Oh. Ha? Ja, das weiß ich, das ist gut, gell? Okay, nochmal. Hairbrush, Handrücken zwischen die Brust und dann die Hand. Und hinterher gucken. Oh, wo geht die Hand hin? Und dann macht ihr eine schöne Welle, ja? Genau. Männer, kommt weiter her. Kommt her. Jawohl, sehr gut, sehr gut. Umdrehen, umdrehen. Guckt die Frauen an. Und 1. Jo. Also der Tanz ist hier im vollen Gange. Wir werden einfach mal versuchen, mit Teilnehmern kurz mal ein Statement einzufangen, wie sie sich hier fühlen. Guck mal, hier ist zum Beispiel, wird herrlich getanzt, herrliche Bewegungen. Ringsherum natürlich haben wir auch Senioren. Hallo. Darf ich mal einfach kurz fragen hier, wie gefällt es Ihnen? Ja, sehr gut. Was ist das Besondere heute in Baden-Baden? Alles, die ganze Mischung, die da stattfindet, ist so. Dankeschön, Dankeschön. Ja, also wir werden auch mal schauen, mal die Paare mal hier zu fragen. Also man sieht, die Menschen lachen, freuen sich, fühlen sich wohl. Hallo, WeltBM 2020. Wir berichten heute hier von der Veranstaltung. Da werden wir auch nachher ein bisschen was senden. Erzählen Sie mal, wie geht's Ihnen heute hier gerade? Ja, super gut. Vielen Dank. Wie im Urlaub, genau. Was ist das Besondere gerade? Also die Zuschauer seht ihr jetzt gerade nur, Sie zwei hier. Ja. Es ist Urlaub vom Chaos außen rum. Ja, und Urlaub, weil eine tolle Gemeinschaft und man kann zur Ausklasse sein und frei. Das ist natürlich sehr schön heute. Und auch die passende Musik, kann man außer Atem sein. Ja. Mal was ganz Besonderes in Baden-Baden, oder? Also, ja gut, das also, gibt es öfters in der Region, aber... Ja. Open Air und mit Live. Ja, ja. Ja, dann sagen wir einfach weiterhin viel Spaß. Ja, prima geht's, prima. Ist das ein Demo-Format, was Ihnen zusagt sozusagen, ja? Ich habe es akustisch jetzt nicht. Ich sage, ist das ein Demo-Format, was Ihnen zusagt? Weil offiziell ist es ja eine Demonstration hier. Ja, wir sind ja also hier in Baden-Baden seit einem Jahr, praktisch jeden Sonntag. Und heute ist es mal eine nette Abwechslung. Genau. Vor allem diese Salsa-Geschichte. Von daher viel Spaß weiterhin. Hallo zusammen, WeltBM 2020. Kann ich mal kurz ein Statement bitte von Ihnen haben, wie es Ihnen heute hier gefällt und was das Besondere ist? Deutsch ist nicht so gut, ich komme aus den Niederlanden, okay. Aber es wäre super. Aber Sie tanzen fantastisch, habe ich gesehen. Ja, ich mag tanzen.
ganz gerne. Aber ich habe es nicht gewusst, dass es heute hier ist. Ein Traum, ja. Und Sie auch? Gehören Sie zusammen? Nein. Nein. Oh, gut, passen also. Ja. Ja. Mein Deutsch ist nicht so gut, aber ich kann sprich Deutsch ein bisschen, Englisch auch. Ja. Aber das Sprechen ist ja nicht das Entscheidende. Das Tanzen, die Bewegung ist das Entscheidende. Ja, wir warten auf das nächste. Genau. Ja, sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, viel Spaß. Ich war laufen und ich höre das Musik und ich sage, oh, ich komme gleich. Ja. Tanzen. Okay. Ich komme gleich. Wobei ja, das eigentlich hier eine Demo ist, ja, eine Demonstration. Ja. Der Tanz ist nur on top, ja. Eine Demo, das war's denn? Ja. Demo von? Für Frieden, Freiheit, Demokratie. Eigentlich Menschenrechte, alles drum und dran. Ja. Aber es ist auch eine Tanzschule hier. Bitte? Es ist auch eine Tanzschule hier. Dann. Ja, klar. Ja. Alles. Oh. Musiker, die für Demokratie eintreten, für Werte eintreten. Genau so. Ja, viel Spaß. Ich halte euch nicht weiter auf. Da könnt ihr mal schauen. Vielleicht veröffentlichen wir noch. Bitte. Ja, hier. Oh, sorry. Ja, danke. So, jetzt geht's also wieder los. Die Paare tanzen, siehst du, also von da aus passt doch, oder? Bin ich noch auf Sendung, auf Ton? Ja, also was haben wir hier gerade gesehen? Hier kommen einfach Leute vorbei, die merken gar nicht, dass hier eine Demonstration ist. Ja, das ist doch genau das Programm, was gewünscht war, nämlich einfach zu sagen, Demonstration, Botschaft, Tanz, Musik, Freude, das, was hier die Veranstalter wünschen und erzielen wollten. Schön einfach. Willst du noch mal ein Statement abgeben, wie der ganze Laden hier abläuft? Wie gefällt es dir? Wie bist du zufrieden mit deiner Veranstaltung? Ja, komm, wir starten schon. Ja, also die Veranstaltung ist super gelaufen, bin total happy. Und ich möchte allen Dankeschön sagen, die mitgewirkt haben. Auch Weltbeben, die Bürgerinitiative Aufrecht, frei denken, Salsamania, Musiker stehen auf, viele. Ah, jetzt alle. Siehst du, jetzt wird er auch noch angesprochen. Wird er auch noch beglatscht. Ja, guck mal an. So, bist du schneiden, oder? Ja, passt, wunderbar. Nö, alles mit dabei. Also ich würde sagen, so muss es doch sein. Du bist gerade gelobt worden, wie toll das alles organisiert hast. Ist gut. So haben wir es auch erlebt. Das ist eine schöne Veranstaltung, es ist toll. Wir haben auch gerade mit Teilnehmern hier gesprochen. Leute, die einfach in der Tat vorbeikommen, hier tanzen, Spaß haben. Also ich glaube, das Konzept geht auf. Ja? Also das Konzept geht auf, ja. Vor allen Dingen, unsere Botschaft ist heute Frieden, Freiheit und das Thema Wahrheit. Und deswegen gehen wir mit Musik auf die Brücken, deswegen gehen wir mit Musik auf die Straße, weil Musik baut Brücken. Und wir möchten die Menschen verbinden mit der musikalischen sozusagen Performance. Ja. Du ziehst im Prinzip eine Parallele zu dem, was ich heute eingangs gesagt habe. Das ist ja ein ganz besonderer Ort. Das ist ja Straße und Brücke. Ja, genau. In einem. Ah, ja. Ist ein Ding da. Ja. Irgendwie war das für mich so ein Ding gewesen. Und du sagst ja gerade, Brücken bauen zu den Menschen. Genau. Und das gelingt hier. Die meisten spüren gar nicht direkt, dass es eigentlich eine Demonstration ist. Ja. Also mit dem, wo ich gerade gesprochen habe, die sagen, ja gut, das ist eigentlich Tanz erstmal. Aber die Botschaft, das ist genau das, was hier passiert. Ja. Genau. Von daher, ja, vielen Dank. Und vielleicht hast du noch ein generelles Statement, nochmal eine Botschaft an die Welt. Zu dem heutigen Tag. Oh, sehr gerne. Ja. An die Welt. Also auch sehr gut. Ja, mach, gerne. Also liebe Welt da draußen, ich habe heute einen Satz gesagt. Und zwar ein Satz mit Rumba. Oh, schön. Also liebe Bürger da draußen auf der ganzen Welt. Ich sag's mit dem Herzen, mit Rumba. Sagt einfach mal des Öfteren, nein, ich mache da nicht mehr mit. Und dann wird die Welt schon ein Stück besser. Einfach mal nicht mitmachen. Das ist meine Botschaft. Und schön, dass ihr alle mitgewirkt habt. Und ich wünsche euch alles Gute, viel Gesundheit. Bis bald. Genau. Jetzt machst du aber doch mit bei der Rumba, würde ich sagen, oder? Später, ja. Oder später, genau. Dankeschön. Alles gut. Dankeschön, ja. Und alle Hände nach oben. Wir singen Freiheit. Oh, oh. Wir singen Freiheit. Oh, oh. Wir singen Freiheit, oh, oh. Wir singen Freiheit, oh, oh. Wir singen Freiheit,
Sonder, wir singen Freiheit. Eine fantastische Profisängerin und sie hat gesagt, Joe, wenn ihr kommt, ich bin sehr gerne dabei. Uschi, das wird schön, dass du da bist. Ja, das ist unser Motto, Freiheit. Und alles ist nichts, wenn wir keine Freiheit haben, liebe Freunde. Und die Freiheit fängt im Herzen an. Wer klar denkt, wer freiheitlich denkt, der kennt keine Grenzen. Und das ist heute unsere liebe Botschaft. Und an der Stelle möchte ich alle die Menschen, die heute nicht da sein können, möchte ich, dass wir denen gedenken. Menschen, die für uns schon vor Jahrzehnten, sogar schon vor Jahrhunderten auf die Straße gegangen sind und für die Freiheit gekämpft haben. Gandhi. Dann haben wir Nelson Mandela. Jahrzehntelang im Knast. Wir haben gedacht, wenn dieser Mann mal freikommt, dann hat es die Welt kapiert. Nein, sie hat es noch nicht verstanden. Wir müssen immer noch, immer für unsere Freiheit auf der Straße und das müsst ihr im Herzen tragen. Dann haben wir auch natürlich in Deutschland politische Gefangene. Ein Oliver Janich oder ein Michael Ballweg sitzt seit einem halben Jahr unschuldig, ohne Beweise. Sitzt er im Gefängnis und heute ein Gruß nach Stammheim. Das sind auch ganz mutige Aktivisten, die direkt vor der JVA auch eine Kundgebung und Demonstration veranstalten für Michael Ballweg. Michael, schöne Grüße von Baden-Baden. Wir sind an deiner Seite. Und dann möchte ich am Schluss, und ich habe wahrscheinlich viele vergessen, aber einer, den kennt ihr alle, von den Beatles. Wie heißt er? John Lennon, genau. Das war ein Aktivist, hat es mit seinem Leben bezahlt. Und wir haben gesagt, wir machen heute eine Hommage an ihn, in Form von Musikalität, in Form von Rap und Gesang mit meiner lieben Uschi. Und zwar gibt Frieden eine Chance. Wir haben es ein bisschen umgetextet, aber es wird gut. Zunächst mal grooven wir ein und dann werde ich mit der Uschi rappen und dann singen wir alle den Refrain und ihr werdet sehen, der Text ist so einfach, das könnt ihr außer Stand mitsingen. So, die Uschi bleibt mal hier, ich gehe mal rüber, wir trommeln die Trommler mal ein und dann geht's los. Lasst euch überraschen. Ja, oh, genau, sie hat's gesagt, ich habe es vergessen, Julian Assange. Ich habe ja gesagt, ich konnte nicht alle jetzt im Kopf behalten, aber natürlich Julian Assange. Vielen Dank, auch er, ein Aktivist für Freiheit. Komm, geben wir mal für alle Menschen auf dieser Welt einen Applaus. So, also, jetzt gebe ich den Beat mal vor. Und er ist relativ einfach. Ihr kennt ihn. Ein alter Rockbeat. Das Tempo ist ganz wichtig, dass es nicht zu schnell wird. Tempo 75. Thank you.
der Friedensrevolution. Wir sind das Volk, wir halten zusammen. Wir sind die Rebellen der Friedensrevolution. Wir alle singen. Gib dir eine Chance, everybody! Wir alle singen. Gib dir eine Chance. Und wir alle singen. Gib dir eine Chance. Wir alle singen. Gib dir eine Chance. Woo! Everybody clap your hands! Wir alle hier aus Freiburg, aus Dresden, aus der Schweiz, dann natürlich Musiker aus Stuttgart und natürlich die Salsamania, internationale Band mit der internationalen Besetzung aus Kuba, aus New York und natürlich auch aus Deutschland. Einen kräftigen Applaus für unsere tollen Musiker! So, und jetzt werden wir einen Flashmob machen. Wir haben noch nie zusammen gespielt, aber ihr seht, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
So, und jetzt machen wir Folgendes. Die Eva wird einen sogenannten Salsa Montuno einspielen, ganz dezent. Und wir rufen uns dann ein. Ja, wartet noch ein bisschen. Eva? Ja. Also, wir spielen den mit 90 Beats per Minute. Das heißt also 90 Schläge in der Minute. Das passt dann. Also, Eva, legen wir los. So, und jetzt erstmal die tiefen Bassdrums. Erstmal nur die tiefen Bassdrums. Thank you.
Hallo.